So, ich bin voll kreativ. Der Text muss da drunter auf jeden Fall. Sehr gut. Frage ist, gehe ich jetzt da weiter oder da? Warte mal, ich habe eine Karte. Eingang zum Tal. Und ich kann auch da runter? Ah, ja. Verstehe. Ich laufe jetzt da mal runter, dann hole ich mein Fahrrad per Command. Flupp, da ist es. Ja, das ist schon eine schöne Komfortfunktion, dass man sein Fahrrad wiederholen kann. Oh, warte. Muss ich doch wieder zurückfahren. Da ist noch ein... Ach, das ist leer. Quiek. Was hier wohl mal gestanden war. Treten Sie der mobilen Infanterie bei. Popular in the golden season. We usually asked people to buy something. That meant exchanging money for it. Money was valuable paper that represented. It's all in the past now. Erklär mal jemanden, was Geld ist. Oh, jetzt hat's aber geruckelt. Bremsen. Was sind das für Tiere? Ah, ich habe wieder so eine Vision. Wo sind hier Blumen? Da sind wieder so Blumen. The people here are so weak. I heard gunshots last night. That was us. What is that? Look at the pond, the water. What is that? Should we run or something? Something frightening happened in this memory. But what was it? Irgendwas Seltsames ist hier passiert. Eine Feuerstelle? Hat immer Feuer? Hungrige Augen und leere Mägen. Okay. Kriege ich das auf die... Warte mal, kriege ich das Foto so hin? Wahrscheinlich doch. Doch, ich krieg's sogar hin. Oh, mit Schwarz-Weiß schaut es cool aus. Und die Angel könnte ich für... Pate... Partei, fotografieren. I can't imagine fishing and actually catching a fish. Too scary. Ein Fisch fangen. Nee, hier ist nichts mehr. Die Alarmsirene vielleicht. I wonder what this is for. Haha! Ich hab gewusst, dass es was ist. Ich hab wieder Sachen für meine... So, was ist das hier? Was diese? Eine Alarm. So. Stimmt, man kann die Fotos ja auch übereinander kleben. War das im... Das war wahrscheinlich eine Kriegserinnerung irgendwie. Ja, ja, the people here are so bla bla bla. Und jetzt kann da noch ein Foto rein.
Warte mal, ich habe doch ein anderes Bild auch noch gemacht, das da. Das will ich haben. Und noch diese Text. So. Okay. Au. Oh, Lukas, danke für die Umarmung. Oh oh. The last voice to cry out in the wilderness not even be human. Das war seltsam. Wow. Huge. Gott, ist es schon 10 vor 10? Alter, wo geht die Zeit nur hin? Wahnsinn. Hey, warte mal. Stopp. Dieser Moment, wenn du dich fragst, ob der Alarm im Real Life war und du panisch rausschaust. Sorry. Aber wenn ich unten am See entlang... Warte mal, komme ich unten am See entlang? Das schauen wir uns noch an, ob ich unten am See entlang fahren kann. Beach. Oder gehen? Ah, das schaut mir sehr zugewuchert aus. Nee, es gibt nur die eine Seite von dem See. Na gut. Ring, ring. Was ist das da vor? Was ist das denn? Cool. Erstmal die Totale aufnehmen. Cool. Wir sind immer noch im ruhigen Teichgebiet. Flat Zone. Okay. Oh, Vending Machines. Was gibt's denn hier? Hui Ching Tia Kung Fang Fing. I never learned about this technology in school. Da tust du Geld rein, was du keinem erklären konntest, und dann. Notration aus dem Krieg. Ja, lass mal. Jetzt bin ich bei der Bushaltestelle. Und man kann hier wohl... Aber ich komme da doch gar nicht entlang, oder? Diese lila gepunktete Linie. Da müsste ich ein bisschen zurück und dann nach links. Muss ich mal schauen. Doch, da geht's rein. Hier kann ich rein. Oh, das ist natürlich good to know.
Ah, jetzt bin ich beim Sammelpunkt, okay. Hier ist wieder so ein Symbol von den grauen Händen. Warum heißen sie graue Hände? So. Achtung, Einwohner des Tiengtals. Das Problem, der Damm bricht zusammen, keiner weiß, wie man ihn reparieren kann. Die Lösung, wir werden den Damm selbst einreißen, damit wir wissen, wann er bricht. The Damn Flood Hotline. Was ist dein Telefon? 2324. Registrierung. Hä? Nobody is here. Guess it's too late for me to register. Okay. There must be a lot of people going to the city if they need to keep track of. Ah, scheinbar. Scheinbar war hier viel los. Gather around the Greyhound. Imagine if the man I met is the only living Greyhound. And the rest are cardboard. Das wäre eine coole Theorie. Ja, versammelt euch um die graue Hände. Versammelt euch um die graue Hand, okay. Das kann man bestimmt fotografieren. Das kann man bestimmt noch aufnehmen. Nein, kann man nicht. Aber fotografieren. Wie die Motten um das Licht. Gedanken zu einem neuen Zeitalter in manifester Zukunft. Jeder weiß, dass etwas nicht stimmt, aber niemand weiß, was zu tun ist. Jeder paddelt ziellos durch den Kummer. Jeder ist in Trauer, denn das letzte Zeitalter hat eine hübsche Leiche hinterlassen. Es ist Zeit, sie zu begraben und weiterzumachen. Du sagst, so einfach ist das nicht. Ja, aber die Mauern um uns sind nicht so dick, wie sie scheinen. Eine könnte sogar eine Tür sein. Wir rufen einen Moment der Psychose hervor, indem wir vergessen, dass wir nicht durch Wände gehen können. Und wir tun es. Mitnehmen. Die grauen Hände wollen dieses Zeitalter beenden. Snacks. These snacks are so identical, as if they were mass-produced. Waren sie auch? The snacks of my life have been homespun, idiocentric even. Sehr gut. Potato. Da ist noch ein bisschen Restspannung drauf. Okay, wir gucken uns doch, glaube ich, den Film an und dann machen wir Break. A lonely power generator crooning. A plan is in progress. Wir haben keine Anführer. Keine Fehler diesmal. Keine Fehler diesmal. Wir werden nie Krieg führen. Oh. Das Gewicht der Vergangenheit wird von uns abfallen und wir werden die Welt zum ersten Mal sehen, wie sie ist. Wir halten uns an den Händen die perfekte Zeit lang. Nicht zu kurz und nicht ewig. Wir werden das nächste Zeitalter erreichen. Klingt schon ein bisschen seltsam. Say they're going to build the next season. How? Ja, so, keine Ahnung. Radiant City.
strahlende Stadt, eine leere Leinwand für deine Träume, eine Gemeinschaft für den ganzen Menschen. Nicht den Arbeiter, nicht die Eltern, nicht das Kind, den ganzen Menschen. Okay. It's hard to imagine something new, a new way of living, but they're trying. Wäre bestimmt noch eine coole Story für ein Buch oder sowas. Low elevation is dangerous. Niedrige Höhenlage ist gefährlich. Die strahlende Stadt liegt erhöht mit sicherem, fruchtbarem Boden. The elder also said low places are dangerous. Es hat so was von Utopia. Okay, Sicherheitshinweise. Keine Priester, keine Kristalle, keine Blätter, kein Korn, keine Tiere, keine Affen, keine Kühe, keine Stühle. Keine Stühle? Was? Das widerspricht der Religion des Heiligen Stuhlkreises. They had to leave so much behind. Was steht da? Danke für das Finden des Tagebuches meiner Tochter. Wir waren so gestresst. Sofort beenden das Spiel! Ein Mitarbeiter namens Sol hat sich Zeit genommen, alle Fragen meiner Kinder zu beantworten. Er hatte mehr Geduld mit ihnen als ich. Danke für das Tragen des schweren Gepäcks einer alten Person wie mir. Später will ich graue Hand werden, damit ich anderen helfen kann. Oh. The gray hand seemed to care what people think about them. Scheinbar. Müll. Oh, alles Lügen, alles Lügen. There seems to be suspicion about the real condition of the dam and why it's being taken down. Lügenpresse, Lügenpresse. Warte. Was machen die grauen Hände? Und so haben wir die grauen Hände entdeckt. Gray hands are the future in all its uncertainty, the good and the bad, the hope and fear of progress. The loneliness of this season will be left behind. A collective project is coming. Sehr, 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 sehr cool. Sammelpunkt. Klatsch mal den Sammelpunkt noch voll. Und dann... Hier, das muss auf jeden Fall drauf. Keine Stühle! Dann legen wir das mal hier nebeneinander. Hier. So vielleicht. Skandal! Im Sperrbezirk, Skandal. Im Sperrbezirk, Skandal. Skandalum Bordi. Wegen einem Damm. So. So viele Bilder. The process of taking people out of the valley was also a kind of ritual. A way of bridging one life to another. They know the world they're leaving. The next one hasn't been created yet. Text. Das passt, das schaut gut aus. Wer kommt denn da angerauscht? Robby! Ah, oh, Hallöchen! Stühle!
Nein, Sunny, nicht Robby. Aloha! Was? Habt ihr mal MDC geschrieben? Okay, was schreibst du mir? Ich sollte, glaube ich, den DC auch verhüten. Was? Moment. Eine Idee. Okay. So, ich will das können. Das ist geil. So, passt auf. Jetzt kann ich Tornado. Warte. So. Ui. Ui, ha, hu, ha. Ich hab ein Uhaha. So. Hallöchen. Na, ihr's? Wie war Forspoken? Wobei, ich hab vorhin mal reingelinst bei dir. Du hast Videos angeguckt. Musikvideos. Und bist dazu abgedanced. Jeeps. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Wer mich noch nicht kennt, was ich aber bezweifle, wenn Sunny herredet, ich bin's eins Dengel. Ich bin ein begnadetes Bartträger und liebe neues Spiel. Wie Dings hier, so Season, Letter to the Future. Ich hab die Chance mal genutzt, mal wieder zu dir zu reden. Normalerweise mache ich ja länger. Ja, ich mache aber, also ich nehme mich gleich Huckepack. Wir gehen gleich weiter. Das sag ich Schneefchen auch immer. That's what she said. He said. Mach nur gerade noch hier mein Album fertig und dann wollte ich ins Menü gehen. Ein wunderschönes Spiel. Muss ich dann gleich dran setzen, hier noch Dings zu schneiden, Video zu schneiden und das gleich für morgen. Morgen kommt die erste Folge online auf YouTube. So. Sehr schön. Sehr, 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 sehr cool. Forspoken war kurz, der Magen hat sich beschwert und Kopfschmerzen bekommen auch gerade leicht dazu. Und ich will nicht. Was, wovon? Von Don't Touch Anything? Nee, ich habe ein Versprechen gemacht, dass morgen auf jeden Fall die erste Folge von hier vom VOD rausgeht. Weil hier muss ich nicht wirklich viel schneiden. Hier muss ich das nur in Stücke schneiden. Klein schnibbeln. Und Don't Touch Anything werde ich mich am Wochenende dran setzen, weil am Sonntag ist wohl Prinzessin nicht bei mir. Das heißt, ich habe dann vorm Stream Zeit. Oder vielleicht morgen Abend schon mal ein bisschen. Aber dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal Schluss, speichern und beenden. Don't Touch Anything wird so lustig. Wir sind im Tiengtal. Und ich werde es nicht löschen. Richtigen Knopf drücken. Spiel beenden. Ja.